Science. Hallo zusammen. Im heutigen Video geht es um die Sicherheit rund um Lipobatterien. Lipos sind für unser Hobby zwar unverzichtbar, stellen aber gleichzeitig bei falschem Handling eine große Gefahr dar, da sie Brände auslösen können. Der Ausdruck Lipo-Explosion wird oft verwendet, ist, wie wir aber in diesem Video sehen werden, falsch, da es keinen Körper gibt, in welchem sich Druck für eine Explosion, einen Knall, aufbauen kann. Dass die Brände jedoch sehr gefährlich sein können und ein bedachtsamer Umgang mit Lipos besonders wichtig ist, sollte nach diesem Video jedermann klar sein. Die Idee ist, die Lipobatterie etwas genauer anzuschauen und zu erklären, was sie speziell macht und gleichzeitig in Zeitlupe zu analysieren, was hier genau passiert ist. Wenn wir uns das jetzt hier in Zeitlupe genauer anschauen, sehen wir, dass am Anfang nur Rauch austritt, dieses entstehende Gas durch den Kurzschluss direkt in den Zellen. Es hat aber keinen offenen Funken gegeben und deshalb ist es kein Feuer. Dieses Gas ist jedoch hochentzündlich und hätte es irgendwo einen Funken gegeben, würde das jetzt entsprechend brennen. Solange das nicht brennt, ist die Temperatur kein Problem. So wie man sieht, ist nur ein bisschen das Holz angekokelt, aber nur da, wo direkt das Gas rauskommt. Wenn ihr da reinfasst, dann verbrennt ihr euch ganz sicher die Hände. Aber ansonsten ist das nicht so enorm heiß. Das PLA-Teil auf dem Akku scheint das nicht zu interessieren und PLA schmilzt bei ca. 140 Grad. Wie ihr Lipo-Akkus entsorgt, ausgebrannte oder auch solche, die noch intakt sind, erkläre ich euch im Video, das rechts oben eingeblendet wird. Als ich diesen Versuch vorbereitet habe, habe ich eigentlich geplant, den Nagel durch alle drei Zellen zu schlagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sich der so schnell aufbläht, dass der Nagel die dritte Zelle gar nicht erst erreicht. Zu meinem Glück ist aber die dritte Zelle von alleine angegangen. Durch die Temperatur oder warum auch immer hat es einen Kurzschluss gegeben und wie ihr seht, hat es jetzt auch Feuer gefangen. Ich will ganz klar darauf hinweisen, dass ihr das nicht nachmachen sollt. Ich habe entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ich hatte Sand, um zu löschen. Ich hatte eine Löschdecke. Ich habe das mit dem Grundstückeigner abgeklärt. Danke, Papi. Ich habe die Windrichtung beachtet für die giftigen Dämpfe und so weiter. Das war nicht einfach nur eine 5-Sekunden-Aktion und ich habe den da abgefackelt. Das war richtig geplant. Zur Vorbereitung dieser Demonstration habe ich einen Akku, der kaputt gegangen ist. Die eine Zelle hatte ein Loch und ist ausgetrocknet. Auf diese Seite, wo diese kaputte Zelle ist, auf das Holzbrett geklebt, damit er sich nicht bewegen kann. Aus PLA habe ich dann einen Halter gedruckt, in dem ich den Nagel fixiert habe, so dass ich beim Draufschlagen auch wirklich den Nagel schön möglichst gerade durch den Akku schlagen kann. Da die eine Zelle ja kaputt war, ist somit aus diesem 4S-Akku ein 3S-Akku geworden und es sind nicht alle vier Zellen losgegangen. Das wäre dann entsprechend nochmal heftiger gewesen. Das Holz ist jetzt ganz klar schwarz und auch das PLA-Objekt schmilzt jetzt und läuft hier runter. Jetzt ist es ganz sicher viel heißer als vorher und wenn das passiert, ist es ein richtiges Brandrisiko. Das Löschen von Lipobränden mit Wasser wird im Internet immer wieder als sehr gefährlich deklariert. Die Überlegung dahinter ist, dass wenn Wasser auf den brennenden Lipo auftrifft und das Wasser verdampft, dass das so zusätzlich
Sauerstoff dem Feuer hinzugefügt wird. Das kann sein bei sehr kleinen Mengen Wasser, also wenn man nur ein bisschen drauf spritzt. Wenn man den Akku jedoch wirklich versenkt im Wasser oder genug Wasser drüber gießt, sollte das nicht passieren. Auch das Thema der giftigen Stoffe, die da entstehen, wenn sich Wasser mit dem Lithium verbindet, ist zwar nicht grundsätzlich falsch, findet aber in so kleinen Mengen statt, dass das zu vernachlässigen ist. Am besten löscht man Lipobrände aber immer noch mit Sand, da dieser dem Feuer einfach den Sauerstoff entzieht. Hier ist noch anzumerken, dass das Löschen von Gel sowieso ein schwieriges Unterfangen ist, da viele Dinge wie Wasser und auch andere Löschsubstanzen darüber hinweglaufen und das weiterbrennt. Napalm ist nicht ohne Grund ein Gel. Darum ist es sehr gut möglich, dass man den Brand nicht wirklich löschen kann. Man kann vielleicht das Ausmaß ein bisschen reduzieren. Ich empfehle daher, den brennenden Lipo nach Möglichkeit vielleicht auf einen Asphaltplatz zu legen oder in eine Metallbox, die verfügbar ist und irgendetwas, das nicht Feuer fängt, denn es ist gut möglich, dass man ihn einfach ausbrennen lassen muss, was schon einen Moment gehen kann und eine gewisse Hitze verursacht. Da auch beim Laden von Lipo-Akkus immer wieder Unfälle passieren, empfehle ich, dies auf einer feuerfesten Oberfläche zu machen. Ich brauche zum Beispiel Glasplatten, die genug dick sind, sodass beim entsprechenden Feuer nicht direkt das Holz unten dran angekokelt wird. Zusätzlich habe ich beim größeren Ladegerät Sensoren gebaut. Da kommt vielleicht mal noch ein weiteres Video, wie ich das genau gemacht habe. Und mit denen merkt das Ladegerät, welche Temperatur der Akku hat. Wenn jetzt das feststellt, der Akku wird warm, weil ich etwas falsch konfiguriert habe oder der Akku sonst kaputt ist und eine Temperatur entwickelt beim Laden, bricht das Ladegerät sofort ab. Damit ich die Akkus auch im Auge behalten kann, wenn ich nicht in meiner Werkstatt bin, habe ich diesen Livestream eingerichtet. Somit kann ich von jedem Handy oder Computer aus zugucken, ob da alles okay ist beim Laden. Ich hoffe, das Video war für euch interessant und ihr habt gelernt, wie man das Hobby ein bisschen weniger ruiniert. Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.